Nico and Annie live in Berlin. Like many Germans, they regularly do their shopping at a supermarket. But a few months ago, something about this fairly routine task changed. The store where they usually do their shopping has drastically reduced the number of lightweight, disposable plastic bags it gives away. Now it is offering various reusable alternatives, which have to be paid for. But Marco and Annie have no complaints about this. Ich finde es schrecklich, wie viele Plastiktüten verschwendet werden. Nee, es ist überhaupt kein Problem für mich, für eine Tüte zu bezahlen. Also ich finde auch 15 Cent völlig legitim für so eine Tüte. Und wenn ich eine dann kaufe, dann benutze ich sie auch wieder. Also ich bewahre sie zu Hause auf und benutze sie vielleicht für den nächsten, übernächsten Einkauf. This isn't an insignificant policy change for these large retailers with their hundreds of shops. It amounts to billions of plastic bags each year. Every European uses an average of 175 plastic bags a year. These plastic bags cause serious problems for the environment, mainly in the seas and oceans. For this reason, the EU adopted a new directive that obliges member states to drastically cut the consumption of lightweight plastic bags. Countries can choose from a number of options. They can decide to use economic instruments, such as charges or levies. They can set national reduction targets to cut the number of such plastic bags by 50% by 2019 and by 80% by 2025. Both options may be achieved either through compulsory measures or agreements with economic sectors. The German government has decided to opt for an agreement with the Retail Trade Association. Wir haben uns dafür entschieden, eine freiwillige Vereinbarung mit den Einzelhandelsunternehmen zu treffen, weil wir unter den Unternehmen auch eine große Bereitschaft gesehen haben, das Problem mit den Plastiktüten selbst zu lösen. Ein Gesetz muss ja auch durch mehrere Parlamente. Es hätte durch den Bundestag gehen müssen, durch den Bundesrat gehen müssen. Wir hätten eine Menge verhandeln müssen. Und manchmal kann eben das freiwillige Vorgehen schneller sein und sogar auch effizienter sein. Zumal, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, die Öffentlichkeit, viele Menschen wollten das. As of yet, not all businesses have signed up to this agreement. But the first results are quite encouraging. 360 Unternehmen sind bisher der Vereinbarung beigetreten. Alle großen Konzerne sind darunter. Das bedeutet, 60% des Tütenvolumens des Einzelhandels sind von der Vereinbarung erfasst. 60% sind auch über 2 Milliarden Tüten im Jahr. So, each member state will choose its method, but will have the same goal. To change our behavior in order to protect our ecosystems, save resources, and move to a circular economy.